sieht dein Buchsbaum so aus, völlig zerfressen vom Zünsler? Dann zeige ich dir, was wirklich hilft. Mit vielen neuen Testergebnissen und allem, was du wissen musst über den Zünsler, dass du ihn bekämpfen kannst und deine Buchse wieder ganz gesund werden. Willkommen bei Niki at Home. Schön, dass du da bist. Liebst du Buchsbäume genauso sehr wie ich? Dann zeige ich dir heute alles, was es Neues gibt über den Buchsbaumzünsler und wie du ihn bekämpfen kannst. Ich habe absichtlich diese Stelle im Garten rausgesucht, um das Video zu drehen, dass ihr meine Buchse im Hintergrund seht. Ihr seht nicht alle, aber die meisten. Da hinten habe ich diesen großen Buchs, der war schon im Garten, als wir ihn gekauft haben. Und diese habe ich angelegt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das ist das Catalpa-Video, das kann ich euch hier oben verlinken. Und hier hinten sind noch mehr Buchse. Einen großen, den habe ich von meinen Nachbarn geschenkt bekommen, der da hinten hinter diesem Schirm steht. Und den habe ich auch gesund bekommen. Und das Video, das verlinke ich euch auch hier oben. Da könnt ihr schauen, wie ich den behandelt habe und was ich gemacht habe. Ich liebe Buchse und das war auch der Grund, warum ich mich mit diesem ganzen Thema Buchsbaumzünsler beschäftigen musste. Und ich habe das Video für euch gemacht, um euch zu motivieren, eure Buchse nicht rauszureißen oder zurückzuschneiden, sondern sie zu behandeln, bis sie wieder gesund sind. Das Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat eine langjährige Studie über den Buchsbaumzünsler gemacht. Und ich habe mit dem Herr Dr. Brandt gesprochen und ihm alle Fragen gestellt rund um die Forschungsergebnisse. Und die stelle ich euch jetzt vor. Zuerst wurden überall in Deutschland Messstationen eingerichtet, um die Zünsler-Flugphasen zu studieren. In vielen Parkanlagen mit vielen Buchsen, aber auch in Privatgärten. Angelockt werden die Zünslerfalter entweder durch Licht oder durch den Pheromonlockstoff in solchen Fallen. Ich hatte mir selber mal eine gekauft, aber das hilft überhaupt nicht zur Bekämpfung. Es ist wirklich nur, um zu studieren, wie viele Falter unterwegs sind. Also investiert kein Geld in so eine Falle. Dann wird einfach gezählt, wie viele Falter pro Woche in diesen Fallen landen. Und hier sind mal die Zahlen für einen Zünslerflug in Norddeutschland für 2018. Und da sieht man, dass es eindeutige Peakphasen gibt, wie beispielsweise hier in KW 38 mit 140 Zünslern in einer Woche. Ich habe euch hier mal für 3 Jahre die Zahlen aufgezeichnet und da sieht man einfach, dass es auch von der Temperatur und von der Wetterlage abhängig ist. Aber man kann klar erkennen, im Juli ist eine Flugphase und im September die nächste. Zu verschiedenen Jahreszeiten wurden Hunderte von Zünslern gesammelt und hier auf diese kleinen Buchse losgelassen, immer in 40er Gruppen pro Mittel, aber natürlich sind die Standorte immer verteilt, dass sie nicht alle nebeneinander stehen und dabei kam raus, dass diese für Wirkstoffe wirkungsvoll sind. Und jetzt verrate ich dir, welches Mittel in all den Studien am besten abgeschnitten hat. Centari war auf jeden Fall das wirksamste Mittel, denn da wurden die meisten toten Tiere unter dem Buchs gefunden nach dieser Behandlung. Bei den anderen Wirkstoffen hat es manchmal nur zu einem Fraßstopp geführt, aber die Tiere haben noch gelebt oder sie haben sich dann nicht mehr verpuppt oder die nächste Generation war nicht mehr so stark ausgebreitet. Aber Centari war wirklich das Mittel mit den meisten toten Tieren. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass Centari gefährlich ist, denn es ist nur ein Bacillus, also ein Bakterium, das sich auf den Blättern absetzt für circa 2 Wochen. Und selbst wenn es regnet, wäscht es nicht runter, außer es ist jetzt ein Riesenregenfall, dann müsst ihr nochmal nachbehandeln. Aber sonst sitzt dieses Bakterium auf den Blättern, die Raupe kommt und frisst es und das Bakterium zerstört den Magen der Raupe und so stirbt sie. Auch für Hunde und Katzen, Wespen und Bienen, die vielleicht in den Buchs fliegen, ist es komplett ungefährlich. Es ist wirklich nur tödlich für Schmetterlingsraupen und keine andere Schmetterlingsart legt im Buchs die Eier ab. Auch der Algenkalk wurde in den Studien untersucht und dicke Raupen wurden sogar darin gewälzt und es hat ihnen nicht geschadet. Aber es kann schon sein, dass man beim Bestäuben mal eine kleine Raupe erwischt und die dann nicht überlebt. Aber grundsätzlich ist Algenkalk eher was da, was die Nährstoffverfügbarkeit fördert, weil es eine basische Wirkung hat. Also weiter anwenden, aber es ist nicht eine Schädlingsbekämpfung.
Um besser zu verstehen, wann der richtige Zeitpunkt für eine Behandlung ist, zeige ich euch hier das Zünslerjahr. Wir fangen an mit der Zünslermotte, die im Mai fliegt und nach Buchsbäumen sucht. Und so schaut die Motte aus. Sie ist weiß und hat braune Ränder. Manchmal gibt es sie auch in ganz braun. Wenn sie einen schönen Buchs gefunden hat, dann legt sie ihre Eier ab und daraus schlüpfen dann die kleinen Zünslerraupen. Die sind zuerst winzig klein und fressen sich dann durch eure Buchse, bis sie groß und fett sind. Und hier habe ich mal zwei Stück gefunden in meinem Buchsbaum zur gleichen Zeit, sind kleine und große in euren Buchsen. Und genau dann, wenn die Raupe heranwächst, dann müsst ihr euer Mittel spritzen. Die genaue Woche ist natürlich abhängig von der Wetterlage und eurem Standort. Das nennt man die erste Generation. Leider gibt es noch eine zweite. Auf jeden Fall verpuppt die sich, ist am Anfang hellgrün und später wird es so braun. Und hier habe ich mal ein Exemplar aus meinem Garten, wo der Zünsler dann schon wieder geschlüpft ist. Ja, und die legen dann im September ihre Eier und die schlüpfen dann auch wieder. Und die kleinen Zünslerlaupen, die machen sich dann ein kleines Bettchen zwischen zwei Blättern und überwintern so in deinem Buchs. Und sobald es warm wird, dann fangen sie wieder an zu fressen. Deshalb ist die nächste Zeit für die zweite Generation der April zum Spritzen. Ja, und die verpuppen sich dann wieder und das sind dann die Motten, die im Sommer die Eier legen. Also merkt euch die drei A's, ein kleiner Merkspruch für euch und die stehen für Achtung im April und August. Nämlich genau dann müsst ihr spritzen. Also behandle deine Buchse einfach zweimal im Jahr mit diesem Bakterium im April und August und sie werden es dir danken und gesund sein. Es gibt immer mal wieder Stellen, die befallen werden, wie bei mir. Man findet immer Zünsler. Aber sobald ihr es zweimal behandelt, habt ihr wieder gesunde Buchse im Garten. Wusstest du, dass du den Buchsbaumzünsler riechen kannst? Ja, ihr könnt den am Geruch erkennen, weil der Kot von den Zünslern, der stinkt so schlimm, das riecht ihr. Und nach einer Zeit bekommt ihr auch echt eine Nase dafür und könnt es aufspüren. Und dann wisst ihr, oh, oh, der Zünsler ist wieder unterwegs in meinen Buchsen. Weißt du, in welchen Buchsbäumen der Buchsbaumzünsler am liebsten seine Eier ablegt? Am liebsten mag der Zünsler seine Eier in gesunde Buchse ablegen, weil der riecht den Kot von den Zünslern genau wie wir und mag natürlich, dass seine Raupen viel zu futtern haben und sucht sich die gesündesten Pflanzen aus. Es gab sogar eine Firma, die hat daran gearbeitet, diesen Duftstoff herzustellen, um den Zünsler zu vertreiben, aber leider wurde das Produkt nie auf den Markt gebracht. Ich war gerade letzte Woche bei meiner Nachbarin, die hat zwei total kranke Buchse und die habe ich behandelt. So sahen sie vor der Behandlung aus, ganz schön traurig und abgefressen. Jetzt ist die Behandlung eine Woche her und man sieht, dass schon wieder grüne Blättchen austreiben. Also mein Tipp ist, schneidet eure Buchse nicht zurück. Behandelt sie und die schaffen das schon. Denn Buchse wachsen so langsam und wenn ihr sie total runterschneidet, dann würde es Jahre dauern oder Jahrzehnte, bis sie wieder so groß sind. Wenn du wissen möchtest, wie die beiden Buchse jetzt ausschauen, dann musst du dich noch ein bisschen gedulden. Die habe ich ja gerade erst letzte Woche behandelt und es dauert noch bis zum Herbst. Dann haben sie ein bisschen Zeit, sich zu erholen und zu wachsen. Dann drehe ich ein neues Video. Also lass mir doch ein Abo da und dann verpasst du nichts im Herbst und siehst die Vorher-Nachher-Bilder von den Buchsen. An der Stelle möchte ich ein großes Dankeschön sagen an Dr. Brandt, der sich so viel Zeit genommen hat für mich und euch den Tipp geben, geht mal auf die Webseite mit dem Merkblatt über den Zünsler, das verlinke ich euch unten, das ist wirklich toll und da gibt es noch ganz viele andere Tipps rund um euren Garten. Die Informationen zu dem Zünslerjahr habe ich aus einer Doktorarbeit von Stefanie Götting, die zwischen 2012 und 2017 den Zünsler in Darmstadt studiert hat. Und auch die verlinke ich euch unten, falls ihr die nochmal nachlesen möchtet. Die ist auch sehr interessant, wenn ihr noch nach mehr Info sucht. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt was Neues dazugelernt. Ich wünsche euch ein ganz tolles Frühjahr ohne Buchsbaumzünsler, der eure Buchse auffrisst und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. XOXO, eure Niki.